übersetzen wir einmal die Zeile 1 bis 18. Und ich würde mal sagen, Manuel, du fängst an. Also nachdem sie die Soldaten besiegt hatten, Ars Longis et Corenda Marantaris, errare humanum est. Ja, das solltest du übersetzen können, Manuel. Ars Longis ist langer Arsch, Lahmarsch, genau, Lahmarsch. Und errare humanum est, das ist Bencho. Das könnte definitiv richtig sein, aber nein. Du musst genau sein, Manuel. Nein. Das bringe ich dir noch bei. Ja. Okay, dann mache ich trotzdem mal weiter. Nein. Bencho macht weiter. Los, auf, komm, Bencho. Wo ist dein Buch? Vergessen. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Nein. Simon, willst du nicht den Satz übersetzen? Ja klar, also, nachdem sie die Soldaten besiegt hatten, glaubten sie ihnen einen kräftig aufs Maul, sodass sie hinfielen und flenden, bis die Sonne am roten Horizont aufging. Simon, ich glaube, du bist in der Zeile verrutscht. Kann das sein? Oh ja, stimmt. Ah ja, genau, aufs Maul klopften, so lange bis Cäsar kam und ihnen Cäsars Geschenk aushändigte. Hab ich doch gesagt? Nein, das hast du überhaupt nicht gesagt, mein lieber Manuel. Ich werde mal darüber nachdenken. Genau, Manuel, nicht Kopf hängen lassen, mach doch mal nächsten Satz, komm. Genau, mach du mal den nächsten Satz, Mann. Ich denke, das kannst du. Da steht Sum Manuel. Was heißt das? Das heißt, du bist Manuel. Ach komm, Manuel. Nein. Halt's Maul, Manuel. Manuel.